Bei diesem Beispiel hier, wo eine Funktion abgebildet, Entschuldigung, wo eine Zahl abgebildet wird auf die Anzahl ihrer Stellen, haben wir ja zum Beispiel sowas. Wir haben jetzt ja schon eine ganze Reihe von Dingen gesehen. Der Funktionswert von 42 ist 2. Der Funktionswert von 99 ist auch 2. Ja? Also wir haben, dass der 42 und der 99, obwohl es zwei verschiedene Zahlen sind, identische Funktionswerte zugeordnet werden. Das ist nicht verboten. Entsinnen Sie sich ganz am Anfang, als wir darüber geredet haben, was eine Funktion überhaupt erfüllen muss an Bedingungen, damit wir sie eine Funktion nennen. Und da hatten wir gesagt, es darf nicht vorkommen, dass ein und demselben Wert zwei verschiedene Funktionswerte zugeordnet werden. Das würde jetzt bedeuten, wenn f von 42 mal 2 und mal 7 ist, je nach Tageszeit. Das wäre natürlich Quatsch, das geht nicht. Aber hier haben wir ja eine andere Situation vorliegen. Hier haben wir f von 42 ist immer 2, egal wann Sie fragen. F von 99 ist auch immer 2, egal wann Sie fragen. Aber beides ist 2. Man hat manchmal ganz gerne Funktionen, bei denen sowas nicht passiert. Das heißt also Funktionen, die eine Zusatzeigenschaft haben, die Zusatzeigenschaft, dass, wenn ich zwei verschiedene Werte einsetze, auch zwei verschiedene Funktionswerte rauskommen. Solche Funktionen, wenn sie diese Eigenschaft haben, nennt man injektiv. Wie Injektion, also so Injektion. Vielleicht kann man sich das so merken, dass Injektion hat ja sowas mit Nadel zu tun, dass injektive Funktionen sehr spitz sind. Also sie treffen halt immer genau einen Punkt jeweils. Ist vielleicht eine Möglichkeit, sich diesen Begriff zu merken. Also, was man dafür hinschreiben müsste, müssen Sie nicht unbedingt, weil es ja im Skript steht, ist f injektiv. Bedeutet, also ist eine Abkürzung dafür, wann immer Sie zwei verschiedene Werte haben, also wenn x ungleich y ist, dann muss daraus folgen, dass die Bilder auch verschieden sind. Nur dann, egal welche x und y Sie nehmen, wenn das immer gilt, nennt man eine Funktion mit dieser Eigenschaft injektiv. Oder Sie können, entsinnen sich an die Logik, diese Bedingung auch anders schreiben. Sie können die Bedingung auch so schreiben: Wenn fx gleich fy ist, dann muss daraus folgen, x ist gleich y. Das ist nur eine andere Formulierung von dem, was hier oben steht. Wenn ich zwei identische Funktionswerte habe, ist das nur möglich, wenn die beiden eingesetzten Werte schon gleich waren. Anders kann das nicht passieren. Ja? So, und jetzt wollen wir uns mal anschauen, bei den Funktionen, die wir bisher haben, ob wir da es mit injektiven Funktionen zu tun haben. Diese Funktion x wird auf x hoch 3 abgebildet. Da müssen Sie jetzt so ein bisschen Ihr Schulwissen hervorkramen. Ist diese Funktion injektiv? Also mit anderen Worten, kann es passieren, dass ich zwei verschiedene Werte habe, x, sagen wir mal x1 und x2, mit der Eigenschaft x1 und x2 sind verschiedene Werte, aber x1 hoch 3 ist dasselbe wie x2 hoch 3? Ist sowas möglich? Geht das? Zum Beispiel 2 und minus 2? 2 minus 2. 2 hoch 3 ist 8. Minus 2 hoch 3 ist minus 8. Geht nicht, ne? Was Sie im Kopf hatten, war die Quadratfunktion. Und tatsächlich ist die Funktion x² genau aus diesem Grunde nicht injektiv, weil ich in diese Funktion 2 und minus 2 zum Beispiel einsetzen kann und kommt beide Male 4 raus. Aber bei der Funktion x hoch 3 klappt das halt eben gerade nicht. Das ist kein Gegenbeispiel. Und Sie können lange überlegen, Sie werden feststellen, so ein Gegenbeispiel können Sie nicht finden. Rein anschaulich liegt das daran, in diesem speziellen Fall, das ist nicht immer so, aber in diesem Fall liegt es daran, dass diese Funktion die ganze Zeit immer nur steigt und niemals wieder zwischendurch fällt. Also eine Funktion, die immer steigt oder immer fällt, ist ein klassisches Beispiel für eine injektive Funktion. Nicht jede Funktion, die injektiv ist, ist eine, die immer steigt, aber jede Funktion, die immer steigt, ist injektiv. Also wir merken uns mal, an diesem Beispiel haben wir jetzt ein erstes Beispiel gefunden für eine Funktion, die injektiv ist. Was ist denn mit der? Injektiv oder nicht? Genau. Manchmal sind die Antworten so einfach, dass man erst denkt, das kann es ja nicht sein, aber genau das ist die Begründung. Es gibt nur zwei verschiedene Werte, die ich überhaupt einsetzen kann, 3 und 4, und da kommen zwei verschiedene Werte raus, 2 und 5, also ist das Ding injektiv.
Aber wenn wir schon mal dabei sind, also erstmal schreibe ich mal hin, F2 ist injektiv. Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir doch aus dieser Funktion eine, die nicht injektiv ist. Und zwar folgendermaßen, ich nehme meine Funktion F2 und packe noch ein einziges Paar dazu. Und zwar so, dass das Ergebnis dann ist, diese neue Funktion ist nicht injektiv. Was könnte ich denn da zum Beispiel hinschreiben? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber was wäre eine Möglichkeit, hier jetzt was hinzuschreiben, damit das Ergebnis nicht mehr injektiv ist? 1 und 5 wäre eine Möglichkeit. Das heißt, diese Funktion, wenn ich sie jetzt ausschreibe, wäre die Funktion 3, 2, 4, 5, 1, 5. Und bei dieser Funktion haben wir das Problem, dass F2 Stern von 4 der Wert 5 ist, aber F2 Stern von 1 ist auch der Wert 5. Ich habe also zwei verschiedene Zahlen, 1 und 4, die beide denselben Funktionswert, nämlich 5 haben. Darum ist dieses Ding nicht injektiv. Das da oben ist aber injektiv. Ich hoffe, Sie haben jetzt an dieser Stelle nicht die Idee gehabt, statt 1 und 5 zum Beispiel sowas dazuzunehmen wie, sagen wir mal, 3 und 4 oder so, weil es dann keine Funktion mehr gewesen wäre. Ja, hier steht es ja eigentlich schon. Damit haben wir angefangen. Das war unsere Motivation für den Begriff injektiv überhaupt. Darum können wir hier, glaube ich, die Frage ganz schnell abhandeln. Ist diese Funktion hier injektiv? Ja? Nein. Steht ja schon da. Ne, wir haben hier zwei verschiedene Werte, 42 und 99, die beide denselben Funktionswert haben, nämlich 2. Also sieht man sofort, F3 ist nicht injektiv. Und was wir hier jetzt machen, konkrete Beispiele anzugeben, warum irgendwas eine bestimmte Eigenschaft nicht hat, ist genau das, was ich eigentlich von Ihnen auch wiederum erwarten würde, dass Sie sowas hinbekommen. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen im Zusammenhang mit anderen Aufgabentypen. Ich würde jetzt Ihnen nicht so eine Aufgabe geben wie, begründen Sie, warum die Funktion x wird abgebildet auf x hoch 3 injektiv ist. Weil man dafür meistens, um das wirklich korrekt zu begründen, relativ viel mathematischen Apparat haben muss. Da muss man halt sagen, das ist eine Funktion, die ist injektiv, weil sie streng monoton ist und sie ist streng monoton, weil die Ableitung überall positiv ist und. Und das wissen Sie teilweise gar nicht oder wir haben es noch gar nicht gemacht. Das würde ich jetzt auch nicht verlangen. Aber ich würde verlangen, dass Sie in der Lage sind zu beantworten, warum zum Beispiel die Funktion, die x auf x Quadrat abbildet, nicht injektiv ist. Und zwar, indem Sie mir ein ganz einfaches Gegenbeispiel bringen, indem Sie aufschreiben, der Funktionswert an der Stelle 2 ist 4, der an der Stelle minus 2 ist auch 4. Daran sieht man sofort, dass das Ding nicht injektiv ist. Das müssen Sie können. Ja? Also ein Gegenbeispiel finden, dazu sollten Sie eigentlich immer in der Lage sein, bei diesen ganzen Begriffen, die jetzt in der Mengenlehre auftauchen, irgendwas wirklich zu begründen. Wenn man dafür ganz viele andere Dinge wissen muss, die wir noch gar nicht gemacht haben, erwarte ich auch nicht von Ihnen. Aber man muss, um das machen zu können, natürlich die Begriffe verstanden haben, sonst kann man auch die Fragen nicht beantworten. Und zwar haben wir jetzt schon ein paar Mal ein Bild gemalt, das folgendermaßen aussah. Wir haben hier eine Menge und hier eine Menge. Das war unsere Menge A, unsere Menge B. B war diese Zielmenge. Und dann hatten wir gesagt, hier haben wir so ein paar Werte und hier haben wir auch ein paar Werte. Und was macht die Funktion? Die ordnet immer diesen Dingern hier Funktionswerte zu. So. Und was dann passieren kann, ist, dass Sie hier ein paar Werte haben, die haben Pech gehabt. Die werden nämlich gar nicht getroffen von der Funktion. Ja? Das ist genau wie nicht vorhandene Injektivität etwas, was man nicht so gerne hat in manchen Situationen. Also man möchte manchmal nur über Funktionen sprechen, die tatsächlich alles, was als Ziel möglich ist, auch treffen. Und ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, das wird auch wieder so ein schwabbeliger Begriff, weil natürlich, wie Sie sehen, die Frage, ob alles getroffen wird, davon abhängt, was überhaupt eine Zielmenge ist. Ja? Also auch da muss man immer sagen, über was rede ich hier eigentlich? Aber wenn das der Fall ist, dass jeder Wert auf der rechten Seite tatsächlich getroffen wird,
dann spricht man von surjektiv. Die Abbildung, die Funktion ist surjektiv. Das bedeutet, jeder Wert rechts wird getroffen. Und man muss die Zielmenge dazu sagen. Man würde also zum Beispiel sagen, f ist eine surjektive Abbildung, surjektive Funktion von a. Und wir haben ja immer gesagt, von a nach b oder von a in b. Und wenn sie surjektiv ist, dann sagt man von a auf b. Sur, auf, das ist ja das französische Wort für auf, ist eine surjektive Funktion von a auf b, wenn f von a gleich b. Also wenn jeder Wert in b auch tatsächlich getroffen wird. Dann spricht man von surjektiv. Und wenn nicht, wenn es mindestens einen Wert gibt, der nicht getroffen wird, dann nennt man es halt nicht surjektiv. Und da gucken wir uns auch nochmal ein, zwei Beispiele an. Sie können jetzt F7 unterschiedlich betrachten. Eine Möglichkeit ist, dass Sie sagen, F7 ist eine Funktion von R nach dieser Menge. Und dann wird jeder Wert tatsächlich irgendwann getroffen. Jede nicht negative Zahl kommt im Bildbereich vor. Also F7 ist eine surjektive Funktion von R auf R größer gleich 0. Hier würden wir also sagen, F7 ist surjektiv, ich kürze das mal ab, auf R größer gleich 0. Wenn ich aber die Funktion so hinschreibe, F7 ist eine Funktion von R nach R, das kann ich ja auch, dann gibt es natürlich Werte, die als Bild gar nicht vorkommen. Ganz schlicht und einfach zum Beispiel die Zahl minus 1. Die kann niemals als Betrag von irgendwas vorkommen. Darum würde ich in diesem Fall sagen, F7 ist nicht surjektiv als Funktion von R nach R. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch, da haben Sie ja auch grafisch ein sehr ähnliches Bild bei der Normalparabel bei x². Die trifft auch nur nicht negative Werte. Also ist die Funktion, die x auf x² abbildet, surjektiv als Abbildung von r nach r größer gleich 0, aber nicht surjektiv als Abbildung von r nach r. Was ist denn mit dieser Funktion? Ist die surjektiv? Als, so wie sie hier steht, als Funktion von der Menge der positiven natürlichen Zahlen in die Menge der positiven natürlichen Zahlen. F3 ist surjektive Funktion von n plus auf n plus. Und um das jetzt mal an einem Beispiel zu begründen, wäre ja die Frage, werden alle Werte getroffen? Jetzt könnte ich mich ja zum Beispiel fragen, f von was ist denn zum Beispiel 11? Naja, und was, dann schreiben Sie hier einfach eine Zahl hin, die 11 Stellen hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diese Zahl hat 11 Stellen, also wird 11 auf jeden Fall getroffen. Und welche Zahl Sie auch immer rechts hinschreiben, Sie können sich hier eine Zahl vorstellen zumindest, die die entsprechende Stellenzahl hat. Wenn ich hier jetzt rechts natürlich hinschreibe 1 Million, dann müssen Sie eine Zahl hinschreiben mit 1 Million Dezimalstellen, wird relativ viel Arbeit sein, aber zumindest wissen wir beide, dass es so eine Zahl geben muss. Ja? Darum ist es eine surjektive Funktion. So, tut mir leid, dass ich heute ein bisschen überzogen habe. Schauen Sie im Skript nach, wenn eine Funktion surjektiv und injektiv ist, dann nennt man sie bijektiv.